Chefin oder Chef. Besonderer Tag. Ein Tag, auf den wir mit Vorfreude gewartet haben. Ein Tag voller Hoffnungen, Erwartungen, voller unterschiedlichster emotionaler Momente. Ein Tag, von dem wir alle nicht dachten, dass wir ihn so schnell erleben werden. Ich erinnere mich gut daran, denn es ist gerade einmal 2 Jahre her, dass Marlies Böken in einer Arbeitstagung des Netzwerks der Hilfe ihre Idee eines Erinnerungswaldes vorstellte. Bald wurde diese Idee des Waldes aufgegriffen und um die zurückzuführen, Ehrenhaine aus den Einsatzgebieten erweitert. So entstand hier ein einzigartiges Gesamtkonzept. Hier können wir auf kleinem Raum eine weite Reise unternehmen. Eine Reise zu Orten, die vor kurzem noch sehr weit entfernt waren. Heute sind es nur wenige Schritte zu den Ehrenhainen von Sarajevo, wenige Schritte weiter, bereits in Afghanistan. Auf dieser Reise folgen wir dem Weg der Erinnerung.
vorbei an Stelen mit den Namen von 104 Toten aus den Einsätzen. Sichtbare Zeichen von Tod und Trauer. Aber sie stehen nicht allein hier, sondern sind umringt vom Wald der Erinnerung. Räume, die ganz individuell von uns mit den Namen unserer verstorbenen Angehörigen und Worten des Gedenkens versehen werden können. Sie symbolisieren uns hier das Leben. Kein Mensch ist wirklich tot, solange er in unseren Herzen und unserer Erinnerung weiterlebt. Von diesem Weg aus erreichen wir die Ehrenhalle. Ich selbst hatte die Möglichkeit, diese Message von uns in den Bündnis zu besuchen. Diese Reise war für mich etwas unbeschreiblich wertvolles. Das Land zu betreten, in dem unser Sohn die letzten Monate seines Lebens verbracht, und den Ort, an dem er gestorben ist, und die Gedenkstelle zu besuchen, die alle in der Nähe, war für mich sehr berührende und emotionale Momente eines Lebens. Für alle Unternehmen, die diese Möglichkeit nicht hatten, haben sich jetzt die Ehrenhalle auf dem Weg hergebracht. Mit ihnen ist ein Stück Bergland und ein Stück Afghanistan zu uns gekommen. Diese Ehrenhalle, die teilweise ganz individuell von den Kameraden gefertigt wurden, sind nicht nur sichtbare Zeichen des Gedenkens, sondern sie sind gleichzeitig auch Orte, an denen unsere verstorbenen Angehörigen selbst während ihrer Zeit im Einsatz sicher einmal gestanden haben. Was mögen sie damals gedacht und gefühlt haben? Und wie nahe können wir uns ihnen also hier fühlen? Bei meiner letzten Reise nach Kunduz im Oktober 2013 stand ich dort bei einer kleinen Andacht am Ehrenhain, las und berührte die Namenstafeln ein letztes Mal. Wenige Tage später wurde sie abgebaut und verpackt, um sicher hierher zu kommen. Durch den guten Kontakt zu so vielen Hinterbliebenen konnte ich fast jedem Namen ein Gesicht und eine Geschichte zuordnen. Ich wäre gerne länger dort stehen geblieben. Ab heute haben alle Hinterbliebene jederzeit hier die Möglichkeit dazu. Den Kreis der Hinterbliebenen würde ich hierzu auch gerne weiterfassen, als das allgemein üblich ist. Nicht nur die Familien, Eltern, Partner, Kinder, Geschwister gehören dazu, sondern auch die Kameraden, die mit ihnen im Einsatz so eng und voll vertrauensvoll zusammengelebt und gearbeitet haben, die dort eine Ersatzfamilie auf Zeit wurden, sind Hinterbliebene. Auch diese Kameraden werden sich hier an ganz besondere Momente erinnern. Am Ende des Wegs erreichen wir den Raum der Stille. Ein Ort der Trauer, der Ruhe, auch ein Ort des Nachdenkens. Des Nachdenkens über Vergangenes und über die Zukunft. Hier wünsche ich mir, dass es niemals notwendig sein wird, in diesem Wald Platz zu schaffen für weitere Ehrenhaine. Ehrenhaine von Einsätzen der Zukunft, von Orten, deren Namen wir heute vielleicht noch nicht mehr kennen. Wenn es aber zu weiteren Auslandseinsätzen der Bundeswehr kommen wird, dann habe ich einen Wunsch an die Politik und die Vertreter der Medien. Ich wünsche mir von Anfang an größtmögliche Offenheit und Ehrlichkeit. Offenheit und Ehrlichkeit bezüglich der Gründe für den Einsatz und seine Ziele. Wir sind durchaus in der Lage, auch Gründe außer humanitärer Hilfestellung zu verstehen. Strategische, wirtschaftliche Gründe, die Notwendigkeit, Bündnispartner zu unterstützen und die Tatsache, dass Stabilität und Sicherheit in der heutigen Welt nicht nur an unseren direkten Grenzen für uns von Bedeutung sind. All das können wir nur dann versuchen zu verstehen, wenn wir von Anfang an informiert sind. Offenheit und Ehrlichkeit, aber auch was die Einsatzrealität der Soldaten betrifft. Wir müssen uns ein Bild machen können, was Leben und Arbeiten an den Einsatzorten bedeutet. Ehrliche Information schafft ehrliches Interesse. Und nur durch Interesse kann Verständnis entstehen. Dieses Verständnis ist für alle Soldaten, die aus einem Einsatz nach Hause kommen, wichtig. Besonders wichtig ist es für die Soldaten, die verwundet an Körper oder Seele zurückkommen. Sie brauchen das Verständnis ihrer Umgebung, um erste Schritte in Richtung Genesung gehen zu können. Und auch wir Hinterbliebene wünschen uns kein Mitleid, sondern ehrliches Interesse und Mitgefühl und ein würdevolles Gedenken an unsere verstorbenen Angehörigen. Mit diesem Wald der Erinnerung ist ein weiterer großer Schritt in diese Richtung getan.
ein Schritt auf dem Weg zu einer eigenen Denkkultur, die zu uns, unserem Land und unserer Vergangenheit passt, die nicht in Richtung Helden verlieren gehen darf, sondern würdevolles Erinnern ermöglicht. Ich danke daher allen, die an der Planung und Ausführung dieses Ortes beteiligt waren, besonders dafür, dass wir Hinterbliebene so früh einbezogen wurden, wir regelmäßig informiert wurden und unsere Wünsche zu jeder Zeit beachten. Als ich nun 2012 unmittelbar vor meinem zweiten Einsatz stand, weil das Spiel auf meiner Fuhr, dass man sich Gedanken macht um die Schaffung eines endgültigen Ortes, um die Ehrenheime aus den Einsätzen zusammengefasst werden, um als Erinnerungsstätte zu dienen, war ich sehr angetan von dem Gedanken, dies in Form des Friedballes, wie geschehen, durchzuführen und zu gestalten. Während meines zweiten Einsatzes nahm dieser Plan Gestalt an, und es wurden auch bei uns in Kundus erste Informationen über Ort und Ausführung des Waldes der Erinnerungen bekannt. Eine solche Stätte ist gerade wichtig, das war auch für uns Soldaten wichtig. Man muss im Einsatz feststellen, dass wir Männer sehr kreativ sind, wenn es darum geht, diesen Tag mit 2. April ein würdiges Gesicht zu verlangen. Wir waren diesmal nicht in Kundus, sondern im Verkuschstahl, die Auffanglage gab es. In der Nähe des ehemaligen Bundesstandortes Kaiserbad. Auch hier wollten sich ihre Kameraden erinnern und haben mit den einfachsten Mitteln einen kleinen Ehrenhain geschaffen. Mit Kreuzen, Kerzen und einem kleinen Steinweg. Die Kreuze wurden mit Namen versehen, die mit einem Lötbrett eingebrannt wurden. Dieser Ort war gerade an diesem Tag ein besonders und sehr individueller Ort der Begegnung der persönlichen Besinnung und der Trauer. Auch die Angehörigen, die uns Einsatz besuchen, nutzen die jetzt hier wieder aufgebauten Ehrenhaine, um mit unserem Rat zu trauern. Was besonders wichtig war, um uns zu sprechen zu kommen, um zu verstehen, was damals passiert war, und somit auch für sich, in den Tod und die Trauer, um einen geliebten Menschen greifbar zu machen und einen Abschluss zu finden. Sie waren angetan davon, wie wir Soldaten, dass sie denken, einen gefangenen Kameraden auch im Einsatz aufrechterhalten. Ich wünsche mir, dass der Wald der Erinnerung
ein Ort der Begegnung wird, der Angehörige, Veteranen, Soldaten und der Bevölkerung eine Stätte bietet, an der man sich besinnen, zurückziehen und trauern kann, miteinander ins Gespräch zu kommen, einem Ort, der uns aber auch mahnen soll, dass wir alle eine besondere Verantwortung tragen, wenn wir Soldaten und Soldatinnen in einen Krieg oder einen Einsatz entsenden und immer damit rechnen müssen, dass Männer und Frauen bei der Erfüllung des Auftrages sterben können. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie meine, unsere Sicht, die Sicht der Soldaten teilen und die Wichtigkeit einer solchen Stätte der Begegnung und Erinnerung ebenso wichtig erachten, wie ich es tue. Vielen Dank. Sie selbst aber sind im Frieden. In den Augen der Menschen wurden sie bestraft, doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit. Ein wenig wurden sie gezüchtigt, doch nun empfangen sie große Boten. Wie Gold im Schmelzofen hat Gott sie geprüft. Und am Ende der Tage werden sie aufleuchten wie Funken, die durch ein Stubbelfeld spielen. Sie werden Völker aufrichten und über Nationen herrschen, und der Herr wird ihr König sein, im Ewigkeit.